Ich am Ball. Hallo und herzlich willkommen zurück, verdammt. Jetzt habe ich gerade das Aufnehmen gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, The Legend of Zelda 2 for Zeroes. Und da bringt ihr mich gleich zum Lachen. Wo ist der Ball? Hi. Ja, schon gefallen. So, gehen wir gleich in die nächste Welt. Yo. Wir spielen übrigens The Legend of Zelda 2 for Zeroes mit Uti und Blaze Fox. Ach ja, ich habe euch gar nicht gesagt. Ich habe euch gar nicht benannt. Das Sprengstofflager. Bomben. Das klingt interessant. Ich nehme das Bombenkostüm. Ich auch. Ich habe kein Bombenkostüm. Nämlich wieder das Heldengewand. Ach so, eh noch kann nur die Bomben nehmen. Ja. Lass mich raten, wir müssen die Bomben die ganze Zeit mit dem Windkrug hin und her schieben. Wahrscheinlich. Gut möglich. Wer von uns nimmt die Bomben? Ich. Ich nehme ja einen Windkrug. Ja, Windkrug. Au. Dann seht ihr beide so gleich aus. Verwechselt euch bloß nicht. Kostüm, wer hat's gedacht? Nein! Das hat nicht ganz gereicht! Okay, bitte einmal näher hinstellen, genau. Na, warum? Achso! Ich dachte, du bist Unti! Und dachte, ich muss dich rüberpusten! Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Rüberpusten! Oh, man kann die Rubine auch wegpusten! Rubine gerade in den. Warte mal! Von der anderen Seite! Geschossen. So! Nee, von der anderen Seite! Von der anderen Seite! So, dass sie in euch fallen, ja? Ja. Das hat nicht so ganz gereicht. Ja, okay, das hat auch nicht funktioniert. Ich hätte eher gesagt, ich hätte eben vor euch rüber geschubst. Gute Idee. Ja, doch klar, dass wir das machen müssen. Boom. So, und jetzt müssen wir die Bombe noch mal darüber. Ja. Boom. Nein! Entschuldige! Das war nicht meine Absicht. Mit Sicherheit war das deine Absicht. Jawohl. Moment, hab ich das verdient? Oh, große Bombe, Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht! Ach ja, du hast Megabomben, oder? Ja. Megalomania-Bomben. Gar nicht so schlecht. Nur absetzen, nee. Einfach nur absetzen, Mittelreis aus. Wie setze ich die denn ab? Ach so, dann wirfst du von Weitem. Hier hoch vor unsere Füße. So, und rüber damit. Verdammt, wir streiten die Katzen. Ich glaube, du musst das nochmal machen und, ja. Little haut ab, genau. Ich habe hier schon gute Position. Perfekt. Ich sehe, wir können das. Da war jemand witziges Geräusch. Schieß mich mal wer rüber. Mir habe ich im Moment nichts zu machen, außer dumm rumzustehen und euch zu folgen. Ihr macht das gerade super zu zweit. Ja? Ich würde sagen, läuft bei uns. Auch wenn wir uns gegenseitig gern mal massakrieren. Ne? So, was, einer muss rüber geschoben werden. Schieß mich rüber! Ich sag nur vorhin! Ja, ja. Schmeiß mich nicht in den Abgrund, bitte sei vorsichtig! Irgendwo muss noch ein Schalter sein. Du musst mich rüberpusten, weil ich hab nur noch einen Krug. Perfekt. Ich bleib schon mal auf meinem Schalter stehen. Passt. Wunderbar. Und die Bombe ist auf der falschen Seite. Nee, aber hier die Bombe muss hier hin. Du kannst sie ja eigentlich hier rüberwerfen. Ja. Jo. Geh weg. Ist groß. So, und jetzt muss mir noch jemand eine Bombe rüberwehen. Ich mach mal eine Bombe rüber und ich schick sie eine Etage weiter. Das konnte nicht klappen. Ich muss etwas tiefer werfen. Ich dachte, du könntest die aufheben. So, und weg mit mir. Ja gut, okay, das hätte ich vielleicht auch machen können, das stimmt. Ich komm hier übrigens nicht weiter. Das heißt, ja, wir müssen dich holen. Was war denn das? Ich hab schon gesehen, wenn jemand fällt. Warte mal, ich hab eine Idee. Oh, das funktioniert. Jetzt müssen wir uns hier gegenseitig helfen. Warte. Nein! Okay, warte, Little, nicht ausreißen. So, danke. Achtung, ich tu Uti rüber schicken. Y. Ah, hier geht's nicht weiter. Ich schick dich rüber. Lasst euch dann was einfallen. Jetzt haben wir sogar noch den letzten Rubin bekommen. Da drüben ist ein Schalter über mir. Ja. Da muss wahrscheinlich eine Bombe dran, denke ich. Bomb. Ah ja, da kommt eine Plattform. Wir müssen jetzt auch zu dir, denke ich, oder? Musst du dir irgendwas einfallen lassen? Nein! Was war das? Ich halte mal die Kamera auf dir. Auf mich. Mann, mein 3D-Bildschirm ist voll warm. Ja, ich glaube, ich brauche Bomben
von Uti hier drüben. Ja, dann komm ich mal rüber. Moment, dann schicke ich dich rüber. Schieß dich mal rüber. Nein! Ich dip! Nee, mich rüberschießen, nicht dich runterschmeißen. Selbstmord ist keine Lösung. Ich weiß. Wir brauchen hier oben Bomben. Ja, Vorsicht, die Bombe ist schon da. Die Bombe einfach dreimal so groß ist wie der Schalter. Ja. Wir sind voll die Megabomben. Und hier vorne ist auch noch eine. Aber vielleicht, warte mal. So, wir sind wieder zusammen. Schlag mal mit dem Schwert dagegen. Geht nicht. Wir müssen ein ganzes Totem bilden, dann dürft's klappen. Passt. Gut, und bitte nicht in den Abgrund werfen. Bitte irgendwo hin, wo es sicher ist. Hier ist sicher. Das wäre auch typisch Little gewesen jetzt. Ja. Zack, ab. Ich weiß, ich war die ganze Zeit viel zu voreilig, aber irgendwie haben wir das Team ziemlich gut gelöst diesmal. Ja. Wo ist oben ein? Ist das eine Gondel? Ich glaube, wir müssen jetzt den Windkrug benutzen. Ja. Ja, aber bitte schießt euch nicht gegenseitig weg. Dann macht das jetzt nur Blaze. Weg, weiter. Damit der Schalter offen ist. So, okay. Wie holt man sich denn die Rubine? Moment. Ich hab keine. Dann mach ich's. Nein, verdammt! Nimm mich hoch, Little. Nimm mich hoch. Moment, wen soll ich hochnehmen? Mich. Und ihr, ja, nein, ist richtig. Okay. Fox, nimm uns hoch. Ja. Jetzt! Stopp! Und jetzt, ja. Wir kommen nicht die Rubine ran. Okay. Jetzt. Und wie lassen wir uns jetzt runter? Doch, wir kommen an die Rubine ran. Warte, die möchte ich jetzt noch haben, zumindest die roten. So. Ich hab doch gesagt, vorsichtig runterlassen. Ich hab niemanden fallen lassen. Ich wollte dich gerade werfen, dann nimmt mich jemand hoch. Und soll ich den Windkrug benutzen? Nein! Nein, Little! Wir wollten doch das Geld da. Also so kommen wir aber nicht ans Geld. Doch, mit Werfen. Ja, dann werft mich. Werf euch. Na gut. Na und komm, wir lassen den Rest. Fahrt das Ding nach Hause. Gut. Okay, schieß. Nochmal. Nochmal. Nein! Was? Ich hab nicht erwartet, dass du dich drehst. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Du hast einen Scheiter umgelegt. Ich glaube, das ist, um das Ding hin und her zu schicken. Ach so. Zack, ist es weg. Ey, wir haben schon geschafft. Hä? Das geht ja viel zu schnell. Hab ich ja Kopf. Dann ist der Part ja noch. Hat ja noch Zeit im Part. Ach, verdammt, was machen wir denn mit dem Rest? Oder machen wir ihn einfach kürzer? Wir haben ja schon einen längeren. Wir haben noch ein viertes Kapitel. Ja. Wir haben doch noch eins. Ja, das stimmt, aber wer weiß, wie lange das jetzt dauert. Das könnte innerhalb von Sekunden vorbei sein. 25 Minuten. Oh nein. Hinox. Unsere Freunde. Ah! Nein. Ich denke, wir müssen die Bomben zurückschicken. Ja, warte mal. Oh mein Gott. Ich schmeiß die Bombe da vorne hin. Nein! Nein, Little! Wieso habe ich die Bombe jetzt genommen? Hin und ihr schießt sie rüber. Okay. Genau. Das hat gut geklappt. Das müssen wir auch genau so machen, weil anders passt das nicht. Nein! Wir müssen entscheiden, wer die Bombe schießt. Ich werde beim Linken. Ich hab's verkackt. Also ich werde beim Linken stehen und dort die Bombe schießen, ja? Genau, ihr bleibt hinten stehen und ich dock da vorne die Bomben richtig hin. Gut, okay, da stellt sich einer links hin, der andere rechts hin. Ich wollte mich links hinstellen. Verdammt! Fess mich nicht! Steh gut! Mann, das ist doch wie ein World of Warcraft, man muss einfach nur seine Rolle erfüllen, das kriegen wir doch hin, oder? Nein! Ah! So. Aua! Nicht im Feuer stehen! Jetzt! Mach ich! Ein bisschen aufpassen muss ich schon. Nein, die Bombe ist im Blick schon, der andere auch. So, der Grüne wird gerade wieder getroffen. Der keucht jetzt. Wir haben ja auch, ich hab ja auch die guten Bomben. Oh. Das hat's gebracht. So, jetzt. Fast. Ui,
jetzt kommt der letzte, pass auf. Mhm. Fünf auf einmal. Ach du Scheiße. Ach du Shit. Lecco mio. What the fuck? Okay, wir müssen das mit deinen Bomben machen, anders geht's nicht. Ja. Das ist nämlich schwer. Ah, das ist er. Oh Scheiße. Natürlich. Immer woanders. Jetzt. Oh, wir kriegen Ads. Ach du Scheiße. Ja. Böse weh. Wirf mich mal einer da oben hin, damit ich Herzen sammeln kann. Ja, dort oben sind. Warte, komm mal her. Hier ist die Bombe rück. Nee, komm mal her, wir brauchen Herzen. Hier, rechts. So, werf mich schnell der Gegner. Ja, ich versuch gerade wegzulaufen. Moment. So. Jetzt werft mich endlich. Du musst werfen, ne? Ja. So, gut, jetzt kümmern wir uns um die Gegner. Ich hol mir die Herzen. Ja, ich kann das, auch wenn ich eine Frau bin. Ich hab nie irgendwas Frauenfeindliches gesagt. Das stimmt, das hast du noch nie gemacht in deinen LPs. Sehr gut. Jetzt aber. Nein! Ja, super! Ich kümmere mich um die Ads, mach dir das mit den Bomben! Jetzt! Perfekt. Einmal! Dabei hab ich immer als Heiler gespielt. Okay. Wo ist er? Hier ist er. So, Bombe liegt. Perfekt. Na Gott sei Dank. Ihr seid nur einmal gestorben in diesem Level. Ich finde, dieses Level oder dieser Level war richtig, richtig gut gemacht. Ja, der war richtig cool. Gut durchdacht. Ja. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Sprengstofflager. Der Name hat aber auch gepasst. Ja. Ihr habt Hartflaumen und ich kriege einen Königsring, cool. Ach, die teuren Dinger, die angeblich 8000 gekostet haben. Die haben 8000 gekostet, da habe ich ja richtig Glück. Ich hab Hartflaumen. Hier, sag mal schnell. Taylor Spirit Tracks. Da doch hier, wie ist der? Lineback. So, Lineback. Da hat er doch hier seine Schulden hier beglichen beim Brückenmeister. Ja, aber hat man bei Lineback die Schätze eingetauscht gegen Zuteile? Ja, aber der hat gesagt, irgendwo hat sein Großvater oder wer auch immer so einen Schatz vergraben. Der soll angeblich steinreich machen. Es war so ein Ring gewesen, so ein Königsring. Ach so. So, ich will noch mal kurz zur Dings gehen, zu Madame. Okay. Und gucken, ob ich mir jetzt was Neues schneidern lassen kann mit dem Königsring. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit im Part. Mal sehen, ob mich der Typ da gleich wieder anlabert. Die Lobby wurde aufgelöst. Jo. Nö, tut er nicht. Nö, dieser komische Schnösel, keine Ahnung wie er hieß. Hab seinen Namen vergessen. Wo unwichtig. Die hatten alle irgendwelche komischen Modewortspiele als Namen. Genau. So. Gut, dann schauen wir mal. Das Ladykleid, das kann ich ja erst machen. Sieht aus wie der Outfit, wenn wir die ganzen wichtigen Sachen haben. Was, Glückspyjama? Den gibt's aber schon lange. Den sehe ich das erste Mal. So, wenn ich ein cooles Horn hätte, dann könnte ich mir den Bumerang-Anzug holen. Den habe ich oder inzwischen. Oder Frostwasser, dann habe ich den Ballon-Overall. Also ich kann den Anti-Rutsch-Anzug machen. Ich glaube, das mache ich auch gleich, weil das einzige ist, was ich hier gerade habe. Ich finde nichts. Doch, ich brauche noch einen Silberfaden, dann kann ich das Rittergewand machen. Ein Kaktus-Anzug. Wofür brauche ich diesen blöden Pflaum eigentlich? Silberfaden, lag da nicht draußen ein Faden rum? Mode ist Liebe, sagt sie. Toll, für mich hat der Markt so gar nichts. Ich guck gerade mal, ob es da draußen ein Silberfaden ist. Nee, das ist ein Textilia-Faden. Verdammt. Oh, ich hätte gern den gepaarten Anzug. Der sieht cool aus, stimmt's? Ich mach mir den Anti-Rutsch-Anzug, damit ich ihn hab. Du schaust du jede Schatztruhe, wenn du diesen komischen Typi da hast, hier, sag mal schnell, Lineback, haben wir alles einmal durch. Stachel. Lineback hat mir gerade gefallen. Lineback, ja klar, wie Lübeck, Lineback. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Buschelfell, da könntest du mir einen Tingelanzug machen, oh Gott. Wer will bloß wie Tingel aussehen? Was haben sich die Zeltemacher eigentlich gedacht, dass sie Tingel erfunden haben?
Dinge soll bei denen im Land sehr, sehr beliebt sein. Echt jetzt? Das ist, eins der, ja, das ist einer der merkwürdigsten Charaktere von... Was? Deswegen gibt's doch auch dieses komische Tingles, Rusie, Rupiland oder wie das heißt. Das habe ich auch als DS-Spiel. Ich hab's auch mal angespielt, aber noch nicht durchgespielt. Ist ziemlicher Bullshit, aber durchaus unterhaltsam, aber... Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. So, ich wollte den Part jetzt beenden. Jo, mach das. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüss.